So, wir kommen zum letzten Vortrag in der Runde. Jetzt sind wir in einer Mischung zwischen einem Anlagenbauer und einem Softwarehersteller, nämlich der Christian Ahrens von der Münchner Gebäudetechnik trägt vor zum Thema digitale Bestandsdokumentation. Und der Herr Ahrens hat ein Anlagenbauunternehmen und aus blankem Eigennutz, um sich zu verbessern, hat er eine Softwarelösung entwickelt und die möchte er ganz gerne vorstellen, sprich die Arbeit damit und vor allen Dingen die Vorteile dieser Lösung. Herr Ahrens, bitteschön. Ja, hallo, Christian Ahrens. Bin selber geprägter Gebäudetechniker, das heißt also, habe mich relativ viel mit dem Thema Anlagenbau beschäftigt und wir haben es ja eben gerade gesehen, es läuft nicht alles glatt am Bau und ich sage es einmal so, es gibt auch ein Leben nach dem Anlagenbau. Das heißt, es geht irgendwann in den Service, es geht irgendwann in den ganz normalen Betrieb, der ein Vielfaches kostet vom Bau. Und da war für mich immer so die Frage, was brauche ich denn, um danach einen Service bzw. eine Dienstleistung überhaupt richtig durchzuführen bzw. auch später energetische Betrachtungen oder irgendwas zu machen. Das ist ja, bis dato gibt es da eigentlich noch keine richtigen Standards. Und möchte hier nur noch mal ein bisschen abholen, was die Anlagenbauer so verbauen, sind teilweise 40% von den Baukosten. Wir reden zum Schluss auch von ungefähr 4 Millionen Produkten in der TGA. Das heißt, das soll ein Servicetechniker dann alles wissen, was da so verbaut ist und wie die Anleitungen da so laufen und wie die Hydraulik eingeregelt ist und. Das, was uns erwartet, das ist massiver Fachkräftemangel die nächsten Jahre. Da wissen wir auch ganz genau, da kommt was auf uns zu. Dann haben wir noch, dass der Staat mitunter mit dem GEG zum Beispiel auch noch mal ein bisschen Gas gibt. Das heißt, es wird auch noch mal komplexer, es wird also immer wieder neu. Und dann haben wir natürlich auch das Thema, dass wir irgendwo bei der Instandhaltung und auch beim Neubau immer wieder auch ein bisschen auf die Kosten achten müssen. Und was fehlt nach dem Anlagenbau, das ist immer das Gleiche, es fehlen immer wieder Daten. Es ist nichts da. Also die Planer, die verlangen einmal nach mit dem entweder im Papier steht da drin, dreifach pausbar in Papierformat. Oder die sagen, hier, ich habe vom Auftraggeber, habe ich irgendwie so eine Liste, bitte danach irgendwie abwickeln. Und ich habe mir da mal so ein paar Sachen rauskopiert. Es ist das, was zum Beispiel bei einem Auftraggeber in verschiedenen LVs abgefragt wird. Also jeder macht es anders. Und die Frage ist, wenn der Handwerker das dreifach in Papierform ausgeben soll, macht er das noch ein viertes Mal für sich selber? Und dann ist irgendwo so die Frage, ob die Branche noch nicht ganz verstanden hat, dass wir eigentlich gerade da einen Standard brauchen. Genau an der Stelle brauchen wir was, wo wir sagen, so können wir eine Zukunft von Servicetechnikern dahin begleiten, dass in Zukunft immer bei dem Kapitel 1.2 oder 1.4, da sind die Informationen immer. Und wenn sie da nicht sind, brauche ich den ganzen Ordner oder die 25 Ordner, die brauche ich da nicht durchschauen. Ich habe es mir dann auch mal angeschaut, was gibt es ebenso. Es gibt keine Standards von Bautageberichten. Das ist genau das Gleiche. Also ich drücke es mal so aus, es gibt viele, die schreiben rein, was sie den ganzen Tag gemacht haben. Ist das interessant? Nein. Das, was interessant ist, ich hatte einen Plan und warum ist der Plan nicht gelungen? Und das schreibe ich in den Bautagebericht rein. Und dann weiß der Bauherr oder später mal auch ein Richter, warum hat der Plan nicht funktioniert. Aber wenn ich keinen Plan habe, na, dann muss ich halt dann reinschreiben, was ich dann getan habe. Genauso sind es aber auch Regieberichte, genauso sind es auch Aufmaße. Es gibt keinerlei richtigen Standards für die Dokumentation. Das heißt also, das, was wir oder was wir von der Münchner Gebäudetechnik mit dem MyTGA dann gemacht haben, wir haben gesagt, wir fangen jetzt einfach mal mit Standards an. Und das heißt, das Erste, und da habe ich gesagt, wo gibt es überhaupt eine Regel? Eine Regel gibt es beim BTGA, das ist die 2.001. Und hier gibt es endlich mal eine Regel, wo die ganze komplette Branche einheitlich darauf zugreifen kann. Hier sieht man es ein bisschen schwierig, was einzeln abgefordert wird bei der Bestandsdokumentation, Revisionszeichnungen auf Basis der Ausführungsplanung, dann mitunter irgendwelche abweichende Anforderungen vom Auftraggeber. Dann sind das so Sachen, wo da später dann der Anlagenbauer reinschreiben kann, da gibt es eine Bedenkenanmeldung und der Servicetechniker weiß es dann. Hier, da hat es auch mal irgendwie Schriftverkehr dazu gegeben. Und dann gibt es natürlich auch von den Produktdaten
gewisse Übersichtslisten, wo ich dann gesagt habe, genau an der Stelle muss die Industrie rein. Das heißt also, wir haben dann eine Schnittstelle momentan direkt zu der Industrie. Das heißt also, wir haben direkte Produktdaten von den Leuten, die verknüpfen wir auf einfachste Art mit dem LV. Das heißt, das LV ist einlesbar. Ich kann den Artikel vom Hersteller eingeben, ich kann den Artikel vom Großhandel eingeben und das System lernt Stück für Stück natürlich mit, weil wenn es ein Handwerker natürlich mal gemacht hat, dann muss es der andere nicht auch nochmal machen, weil irgendwie müssen wir mal sagen, dass wir vielleicht uns immer ein bisschen gemeinsam optimieren können, wenn die Branche das verstanden hat, dass vielleicht gemeinsam sind wir stark, dann kriegen wir auch die Serviceleute in Zukunft ein bisschen informiert, dann schaffen wir das auch, dass die in Zukunft die Anlagen, ich sage mal, soweit auch warten können, weil ich drücke es mal so aus, eine Inbetriebnahme und diese Einstellwerte, es gibt bis dato keine Software für Inbetriebnahmen. Und die Frage ist natürlich, wie soll denn dann der Wartungsmonteur einen Sollwert definieren oder einen Istwert kontrollieren, wenn er den Sollwert nicht kennt? Und so ist die Branche. Die Branche funktioniert so, dass wir das in Papier irgendwo ablegen. Und die Frage ist, wie kommt dann dieser Sollwert in die Wartungscheckliste und wie soll später ein Servicetechniker dann irgendwas kontrollieren oder reparieren, wenn er gar nicht weiß, was der Anlagenbau eigentlich produziert hat? Das heißt also, wir haben dann parallel noch Dinge gebaut wie ein Aufmaßsystem, was nach Vorgängen, Bauzeitenvorgängen aufmisst. Da kann ich dann mitunter zum Beispiel, ich sage mal, auch Stundenabweichungen erkennen. Aber auch, ich kann das Aufmaß nach Aufmaß Räumen machen. Das heißt, ich kann auch die Bestandsdokumentation so weit füllen mit dem Aufmaß, dass ich das digital auswerte. Und dann habe ich nicht den digitalen Zwilling, vielleicht wie er jetzt optisch aussieht, sondern ich habe den digitalen Zwilling im Bereich von den Produkten, die ich in dem Raum finden kann und die ich später warten muss, beziehungsweise die auch schon verknüpft sind mit Produktdaten, weil genau das ist ja dann das, was mich später wieder interessiert. Was ist denn das Nachfolgeprodukt? Was ist denn die Anleitung? Was sind die Ersatzteile? Was ist was? So. Und das heißt im Endeffekt, macht viel Spaß auf mehr. Wir sind momentan gerade dran, dass wir auch mit der Industrie in Betriebnahmelisten pro LV-Position standardisieren, dass wir sagen, das ist ja eh immer das Gleiche, also können wir die Daten zum Schluss auch auswerten. Die Wartung mehr oder weniger ist genau das Gleiche. Wir können dann damit auch feststellen bei uns im System, wie ist die Nutzungsdauer dieses Produkts, macht es überhaupt Sinn, das nochmal einzubauen oder ist es wieder nur günstig gewesen aber oder billig gewesen, aber hält halt nicht lang. Und dann gibt es auch über eine Software, Sigma 42 nennt es sich, eine Konsolidierung der Daten. Das heißt, ich kann auf einer Grafik darstellen, wann geht denn diese Technik im Schnitt wieder kaputt und wann kann ich mit einem neuen Auftrag eigentlich rechnen, weil ich weiß ja, das sind 25 Jahre, Kosten tut es ungefähr so und so viel und kann den Bauherrn schon informieren, bilde mal eine Rückstellung von, was weiß ich, 43.000 Euro, weil das sind die Produkte, die du demnächst wieder brauchst. So, und dann brauche ich mich im Anlagenbau nicht mehr um eine, ich sage mal, aktuelle, konjunkturelle Delle kümmern, sondern dann kann ich eigentlich dann mit meinen Bestandskunden soweit so viel Arbeit rein kreieren, dass ich nicht jedes Mal einen Preiskampf angehen muss mit irgendwelchen Neubauten. So, gibt es noch Fragen dazu? Und falls nicht, dann bedanke ich mich relativ für den Vortrag, beziehungsweise für die Aufmerksamkeit und ja. Ja, Christian, vielen, vielen Dank. Rick, der hat eine Frage. Gerne. Frage, das ist ja jetzt eigentlich mal sehr technisch gesehen, gibt es denn auch, oder so, ganz kurz, gibt es denn von Ihrer Seite auch die Anregung, das Ganze dann auch in eine Richtung Schnittstelle zum BIM hin wieder zu kriegen oder zu ziehen? Weil das ist ja theoretisch das Tool, was ja eigentlich in der Planung irgendwann immer noch vertieft wirken soll, indem ja dieselben Inhalte für die einzeln verbauten Komponenten nachgepflegt werden sollen, damit der Bauherr zum Beispiel im Nachgang auch im Facility- oder Gebäudemanagement die Daten in seiner FM-Software auch über das BIM bzw. über die 3D-Planung nachvollziehen kann und auch seine Wartungsintervalle, seine Planungsintervalle laufen ja dann auch über diese Software-Schnittstelle. Ja, also wir haben jetzt schon Schnittstellen,
Das heißt, der Kandidaten rein theoretisch einfach abholen. Die Frage ist, und das muss man sich immer überlegen, wenn die Daten wieder dezentral gepflegt werden, dann hat der Handwerker, kommt wieder auf eine Baustelle irgendwann und merkt, ui, da ist wieder das, was nicht gepflegt wurde, mit dem Stand soll ich wieder weiterarbeiten. Und die Tendenz würde ich eher sagen, dass alle an einem Modell arbeiten, ähnlich wie BIM. Das heißt also, das ist BIM für, ich sag mal, eine Basis 0.1 und BIM, wenn es dann wirklich so weit funktioniert, mit allem drum und dran und alle haben wirklich immer den Mehrwert von BIM erkannt, dann brauchen wir nicht reden, dann ist auch das Grafische auch mit dabei.